Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Klaus von den Kita-Rechtlern und es ist Folge 500 von diesem Format und wir sind auch ein klein wenig stolz darauf. Und die große Zahl 500 Folgen von Kita Today bedeutet, man darf vielleicht auch ein paar große Gedanken einmal zulassen und da kommt doch die Kita-Platzkrise wie gerufen. Es ist immer noch überall ein bisschen Knirsch mit den Plätzen. In Berlin seien wohl aktuell 24 Eilverfahren auf zur Verfügungstellung eines Betreuungsplatzes oder Nachweis eines Betreuungsplatzes gerade anhängig. Wir haben mal geguckt bei uns im System. Ich glaube, 16 davon führt unsere Kanzlei. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Relevant ist vielmehr, es ist in Berlin ein bisschen eng, es ist in Hamburg ein bisschen eng, es ist ein bisschen eng in Düsseldorf und wahrscheinlich an vielen anderen Orten in Deutschland auch. Und zu dem Thema hat sich dann auch jemand in der Schweiz groß Gedanken gemacht und von dort einen Blick auf die deutsche Bildungslandschaft geworfen. Und da wurde dann die Frage aufgeworfen, warum sich eigentlich dieses Land eine noch nachrangige frühkindliche Bildung, eine Betreuungssituation überhaupt leistet. Also man hat da nachgerechnet, wie viel man sozusagen an mehr an Leistung in der Gesamtwirtschaft erzielen könnte, wenn Mama und Papa auskömmliche Betreuungszeiten A zur Verfügung hätten und B, die Reihenfolge ist ein bisschen oll, ja, aber ich gebe das jetzt mal so wieder. Und B, was es dann gesamtwirtschaftlich bedeutet, wenn viele, viele Kinder möglichst früh schon mit ersten Bildungserfahrungen auch im Kita-Bereich in Berührung kommen und was sich dann daraus sozusagen im Rahmen einer Bildungskarriere auch an Erwerbsmöglichkeiten und dann wiederum Steuerzahlungen ergeben könnte, wenn Deutschland in diesem Bereich ein bisschen mehr machen würde. Wenn der ganze Artikel nicht nur so fiskalisch-monetär ausgerichtet wäre, sondern eben auch noch ein bisschen mehr das Kind im Mittelpunkt gestellt hätte, wäre das ein ganz, ganz toller Denkansatz gewesen. Also ist es auch so, ist sehr lesenswert, ist nur zu empfehlen. Interessant ist auch noch, deshalb haben wir es auch hier in die Überschrift mit reingenommen, dass man eben davon ausgeht, dass das Ganze leider auch noch Nachwirkungen sind, dass man damals im westdeutschen Raume wohl dem Prinzip der Hausfrauenehe nicht nur vertraut hat, sondern wohl auch meinte, dass das eine ganz tolle Idee ist und somit eigentlich zumindest dort in den Kommunen die Ansicht vertreten wurde, naja, Mama ist doch zu Hause, soll sich mal um die Kinder kümmern, weil der Mann ist ja arbeiten und so. Und dadurch habe man überhaupt erst sehr spät angefangen, das System Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung mit dem notwendigen auch finanziellen Nachdruck anzugehen. Kann was dran sein? Wir haben ja in Ostdeutschland eine ganz andere Betreuungssituation schon vor 20, 25, 30 Jahren gehabt, gar keine Frage. Nicht ganz klar ist es allerdings, und da sind wir wieder bei der eingangs aufgeworfenen Frage, warum sich Deutschland eigentlich dieses System immer noch leistet. Also im Sinne von, hey, wir machen da tatsächlich gesamtwirtschaftlich betrachtet ein sehr schlechtes Geschäft. Wir würden ein gutes Geschäft machen, wenn wir mehr rein investieren würden, wenn wir die Kitas besser ausstatten würden, wenn wir wahrscheinlich auch die Löhne erhöhen könnten, wenn wir diesen ganzen Bereich attraktiver machen könnten, weil wir dann in 10, 15, 20, 30 Jahren ganz andere Erträge erwirtschaften könnten als Gesamtwirtschaft. Und das ist schon mal ein ganz spannender Gedanke. Und insofern bleibt es ja bei Folge 500. Für die nächsten 500 Folgen vielleicht dabei, tatsächlich noch mehr auch in diese Richtung zu gucken, wie können wir diesen Gesamtbereich noch ein bisschen besser machen.